Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Albert Einstein bekam ihn, Max Planck bekam ihn und er hat ihn auch, den Nobelpreis für Physik. Herzlich willkommen, Wolfgang Ketterle. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Sie gewannen die Auszeichnung 2001 und Wolfgang Ketterle betreibt Grundlagenforschung, und zwar in der Tieftemperaturphysik. Für Laien, so wie mich, er gefriert Atome. Inwiefern das die Menschheit voranbringt, das werden wir herausfinden. Mit Wolfgang Ketterle spreche ich über Forschung, Fördergelder und Fitness, über das Leben in Deutschland. Physik-Nobelpreis, denkt man, ist was Besonderes, ist in Deutschland aber nicht so ungewöhnlich. Immerhin schon 28 Deutsche haben den Preis gewonnen. Wie kommt das? Es heißt immer, deutsche Schüler sind so schlecht in Naturwissenschaften und dann räumen die da alle den Nobelpreis ab. Also einmal, Deutschland hat eine ganz lange Tradition in der Physik. Viele berühmte Physiker kommen aus Deutschland. Viele Grundlagen der Physik wurden in Deutschland geschaffen. Also Physik ist stark in Deutschland. Es ist ein typisch deutsches Fach. Würden Sie sagen, das braucht so Präzision, so deutsche Eigenschaften? In mancher Beziehung ja. Es braucht systematische Analyse, es braucht analytisches Denken. Und wenn es zu experimentellen Forschung kommt, dann tut auch deutsches Ingenieurwesen eine gute Sache, weil man muss Hochtechnologie anwenden und weiterentwickeln. Ja, bei uns früher in der Schule, also ich möchte jetzt keine Vorurteile bemühen, aber da waren die Jungs, die sich mit Physik beschäftigten, schon so eine eigene Sorte. Die waren so ein bisschen für sich und so ein bisschen versponnen. Waren Sie alleine, einsam früher in der Schule? Ich war nicht einsam, aber ja, ein bisschen anders war ich. Ich habe gerne gebastelt, ich habe gerne mit Chemie Kästen im Keller meiner Eltern Experimente gemacht. Mich kam diese es auch Sache zu unvorhergesehenen Detonationen oder? Kleine unvorhergesehene Sachen sind passiert, aber meine Eltern hatten großes Vertrauen und ich habe sie nie enttäuscht. Sie haben die Bude nicht abgefackelt. Nee, also was Schlimmeres ist nie passiert. Ja, Herr Professor, jetzt erklären Sie doch mal einem Physik-Laien wie mir in drei Sätzen, was Ihre Forschung so für mein tägliches Leben vielleicht an Erkenntnis oder Fortschrittsgewinn bedeuten. Gerne. Erstmal muss ich aus der Perspektive eines Grundlagenforschers sagen, dass Grundlagenforscher sind am meisten motiviert, wenn es um Fragestellungen gibt, wo man konzeptionell weiterkommt, wo man wirklich etwas fundamental Neues über die Natur herausfindet. Und in meinen Arbeiten arbeite ich an neuen Formen von Materie. Ich möchte wirklich verstehen, wie funktioniert Materie? Warum ist Materie magnetisch oder nicht magnetisch? Warum leitet sie den Strom sehr gut? Vielleicht ist es sogar ein Supraleiter. Und warum ist es ein Isolator? Was bislang immer noch Fragen sind, die nicht geklärt sind. Da gibt es ganz viele Fragen. Im Prinzip versteht man die wesentlichen Eigenschaften der Materie, aber wenn man dann genauer hinschaut und sagt, man möchte es jetzt noch mal genauer verstehen, noch weiter optimieren und so, dann gibt es viele, viele spannende, grundlegende Fragen. Und was habe ich davon? Neue Materialien, die vielleicht in 50 Jahren neuartige Computerchips, neuartige Speichermedien und alles. Nur im Unterschied zu einem Entwickler oder einem Ingenieur arbeite ich nicht an einem konkreten Produkt mit dem Ziel, etwas in 15 oder 15 Jahre zur Marktreife zu bringen. Ich packe dort an, wo ich sage, wo kann man neue Erkenntnisse gewinnen, die dann ungeahnte Ausstrahlung haben, die also dann Materialforschung in einer Weise befruchten können, wie man es gar nicht vorhersehen kann. In dem Sinne arbeite ich an Dingen, wo ich noch nicht genau weiß, wofür sind sie eigentlich gut. Haben Sie das im Hinterkopf? Vermarktbarkeit, Produkte? Oder ist Ihnen das egal? Ich habe nicht Produkte und Vermarktbarkeit im Hinterkopf, aber was ich im Hinterkopf habe, ist, ich möchte Impact haben. Ich möchte die Welt beeinflussen, indem ich Wesentliches erforsche. Und ich habe früher angewandte Forschung gemacht. Ja. Bevor ich ans MIT ging, habe ich Umweltforschung mit Laserlicht gemacht. Und da ist der Beitrag, den man zur Gesellschaft leistet, direkt erkennbar. Ja. Ich bin der Meinung, dass ich mit meiner Grundlagenforschung jetzt noch Wesentlicheres leiste und über einen längeren Zeitraum auch für den Menschen etwas tue.
Es gibt ja in Deutschland diesen Mythos, dass der deutsche Forscher manchmal zu wenig an die Vermarktbarkeit denkt. Also hier wurde das Faxgerät und das MP3-Format und ich weiß nicht, der Computer erfunden. Und die Amerikaner haben immer ein großes Geschäft draus gemacht. Sind Sie auch so einer? Die Frage stellt sich für den Grundlagenforscher nicht. Meine Aufgabe ist, nicht etwas zu entdecken, was sich vermarkten lässt. Und oft lässt sich etwas vermarkten, wenn man nur eine kleine Änderung macht, die ein klein bisschen besser ist als das bisherige Produkt. Meine Aufgabe ist es, fundamental neue Sachen zu entdecken. Belohnt worden sind Sie ja auch. Der Nobelpreis hat Ihnen wie viel eingebracht? Der Nobelpreis war damals mit 1 Million Dollar dotiert. Schon ganz ordentlich. Wird durch 3 Leute geteilt und Der amerikanische Fiskus nimmt sich auch die Hälfte. Also Moment, Sie haben nur ein Drittel von der Million gekriegt. Was haben Sie damit gemacht? Ich habe es in ein Haus investiert. Also ordentlich Deutsch, Sicherheit. Aber Sie mussten noch mal 50% Steuern bezahlen? Ja. Da bleibt ja nicht viel über von der Million. Wenn das Drittel noch mal, also ich bin jetzt in Mathematik genauso schlecht wie in Physik. Ja, aber der große Preis am Nobelpreis ist nicht das Geld, sondern ist der Ruhm. Und am Ende kommt sogar noch mehr Geld rein über eine Gehaltssteigerung, die man dann natürlich bekommt. Also wir müssen uns keine Sorgen machen über Sie. Deutschland exportiert nicht nur erfolgreich Güter und Waren, sondern eben auch Spitzenforscher wie Wolfgang Ketterle. Einige von ihnen werden zurückgelockt, auch mit viel Geld. Ja, Spitzenforschung wie Fußball. Stimmt der Vergleich? Sind Sie der Schweinsteiger der deutschen Forschung? Mein Sport war die Leichtathletik, aber ja, es gibt viele Analogien zwischen Spitzenwissenschaft und Spitzensport. Sie haben jetzt ein halbes Jahr in Deutschland geforscht, waren davor lange in Amerika. Was müsste passieren, dass Sie zurück in die Heimat kommen? Gut, in meinem Fall, ich habe in verschiedener Weise persönliche Bindungen an Boston, ans MIT, an meine Kollegen. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals wieder in Deutschland arbeiten werde. Also Boston ist Heimat für Sie? Ich habe Wurzeln geschlagen, ich fühle mich dort zu Hause. Bietet Amerika den Forschern immer noch bessere Bedingungen als Deutschland? Kann man das noch so generell sagen? Nein, auf keinen Fall. Ich hatte auch 1997 ein fantastisches Angebot aus Deutschland. Und von den Bedingungen der Ausstattung und allem drumherum war es sogar ein besseres Angebot, als das MIT mir machen konnte. Aber am Ende haben auch persönliche Gründe den Ausschlag gegeben. Es heißt immer, die Amerikaner hätten ein anderes Verhältnis zu Leistung, zu Elite, zu Spitzen-Performance. Ist das auch noch so oder ist das auch ein Mythos? Da ist was dran. Es war noch viel ausgeprägter vor 20 Jahren. Aber inzwischen darf man in Deutschland ja auch von Elite-Universitäten reden. Durch die Exzellenzinitiative werden ja auch, die hat ja das zum Ziel, Elite-Universitäten zu schaffen. Die Bundesforschungsministerin Schawan angestoßen hat. Ne? Also bestimmte Universitäten werden... Oder über den Exzellenzwettbewerb werden Universitäten in einem Wettbewerb ausgewählt und bekommen dann das Prädikat, eine Exzellenzuniversität zu sein. Und bekommen dann auch, glaube ich, mehr Unterstützung. Auch Gelder und so. Ja. Also Leuchttürme werden gebaut. Und da würde ich sagen, vor 20 Jahren war das in Deutschland nicht der Fall. Dort war man der Meinung, dass alle Universitäten möglichst gleich sein sollen und gleich behandelt werden sollen. Während in den USA wir ja fast seit 100 Jahren Universitäten haben, private Elite-Universitäten, die wirklich herausragen. Und um da den Vergleich mit dem Spitzensport zu machen, in Deutschland hat man ein bisschen die Einstellung gehabt, man möchte Spitzenwissenschaft machen, aber mit Ortsvereinen, die alle gleich sind und flächendeckend sind. Das funktioniert aber nicht. Und in der Wissenschaft muss man, wenn man Spitzenleistung haben will, auch Bundesleistungszentren schaffen, einige wenige Zentren im Lande, wo sich die besten Forscher und die besten Studenten zusammentun, um wirklich das Letzte aus sich rauszuholen. Ja, eine mir komplett fremde Welt. Ich habe, deswegen bin ich auch Journalist geworden, eine klassische Physikschwäche. Das lag natürlich nur an der Schule, überhaupt nicht an mir. Heute wird das Fach Physik dem Nachwuchs jedenfalls anders vermittelt als früher. Das ist Dieter Reusch. Um genau zu sein, Diplomphysiker Professor Dr. Rerum Naturalium Dieter Reusch. Seine Welt sind Formeln. Formeln, die kein normaler Mensch versteht. Mit einem Projekt der Fachhochschule Lübeck will er das ändern. Wir müssen leider feststellen, dass sich immer weniger Menschen für entsprechende Studien interessieren. Wir brauchen diesen Nachwuchs und wir sind dabei, wie viele andere auch, mit geeigneten Maßnahmen dem entgegenzuwirken.
Diese jungen Damen und Herren sind Teil jener geeigneten Maßnahmen. Sie finden Physik nicht doof, weil sie Physik gar nicht kennen. Zeit, sie positiv zu polen. Und genau das tut Dieter Reusch. Mit Rheologie, Kohäsion und Adhäsion oder schlicht, wieso macht Wasser, wenn man es bis zum Rand eines Glases gießt, eine Beule? Genau das probieren Johann und Selschuk gerade aus. Beide gehen zwar, wie die anderen auch, noch in den Kindergarten, aber wer weiß, vielleicht sind sie die Physiker der Zukunft. Oberflächenspannung ist das Zauberwort. Und die ist so groß, dass man sogar ein paar Reißzwecken auf dem Wasser parken kann. Naja, das klappt natürlich nicht immer. Also ich sehe nicht, wie das geboren ist. Mark Lewis experimentiert mit einem dipolaren Wasserfilm mit angelagerten Seifenmolekülen. Laien sagen auch Seifenblasen dazu. Physik zum Anfassen und Ausprobieren. Darum geht es. Dieser potenzielle Diplomphysiker kümmert sich um ein anderes Phänomen. Die Vermischung von Primärvalenzen durch Saccharose. Oder wie vermischen sich Farben wie Rot, Grün oder Blau im Wasser, wenn man sie auf einen Zuckerwürfel tropft? Was dabei rauskommt für die Kinder? Dunkle Farbmatsche. Aber das ist nicht alles, was Dieter Reusch ihnen beibringt. Ich habe auch Tintensuppe gemacht. Die haben sich nun vermischt. Die haben sich vermischt, ne? Ich habe gelernt, auf einer Mütze ein Wasserbär. Ein Wasserberg auf einer Münze gemacht. Und, ging das gut? Ja. Am Ende ihrer ersten Begegnung mit dem Element Wasser wagen sich die kleinen Forscher sogar an die schwierigen Formeln der Physik heran. Und wer weiß, vielleicht wird einer von ihnen irgendwann verstehen wollen, was hier steht. Dann kommt er wieder zum Physikprofessor und Talentscout. Da war der Litti, ne? Ja, vielleicht haben wir da einen der nächsten Nobelpreisträger gesehen. Neugierde ist wichtig. Die deutsche Wirtschaft klagt, wir haben Fachkräftemangel, es gibt zu wenig Ingenieure, die Ingenieure, die wir haben, sind überaltert. Woher kommt das, dass es offenbar eine Skepsis bei jungen Leuten gibt? Ist das zu schwierig oder stimmt das gar nicht? Man sieht, dass Anfängerzahlen in Naturwissenschaften sind vor ein paar Jahren runtergegangen, haben sich aber auch wieder erholt. Es gibt eine hohe Zahl von Aussteigern, glaube ich, nicht? Die dann so, wenn es in die Formeln geht, wenn es in den schwierigen Teil geht, dann auch das Studium plötzlich abbrechen. Wie kommt das? War das bei Ihnen auch so? Also Physik, Naturwissenschaften ist schwierig. Man muss Talent dafür haben. Aber die Leute, die es wirklich dafür eine Begeisterung haben, die machen es auch. Insofern sind Anfängerzahlen in Naturwissenschaften eher konstant. Naturwissenschaft ist nie ein Modestudium. Aber für die Leute, die es wirklich machen wollen, die machen es sowieso. Physik ist schwierig und deshalb sind Aussteiger oder Studienabbrecher oder vielleicht sollte man eher sagen Studienwechsler durchaus mit einprogrammiert. Denn man muss manchmal ein paar Semester ein Fach studieren, bis man merkt, ob man dafür geeignet ist. Aber meistens ist es so, wenn man dann das Studium abbricht, wechselt man auf ein anderes Fach und kann einiges von dem Gelernten sogar noch mitnehmen und anwenden. Wenn die Kinder jetzt, so wie wir es im Beitrag gesehen haben, mit so ganz einfachen spielerischen Experimenten da schon mal rangeführt werden, hilft das, seine physikalische Begeisterung zu entdecken? Oder ist das eher so ein bisschen, naja, für die Galerie? Nee, mir gefällt es. Und Neugierde und Spieltrieb ist für mich das, was auch Mathematiker und Naturwissenschaftler auszeichnet. Also Spieltrieb, den haben Sie auch? Ja, ich denke oft, wenn ich etwas nicht lösen kann, wenn ich eine Gleichung nicht lösen kann, dann spiele ich damit. Dann probiere ich das und jenes aus, schaue mir vielleicht einen Spezialfall an. Man tastet sich spielerisch vor. Und es ist wichtig, auch als Erwachsener noch spielen zu können. Und verbringen Sie dann auch so, wie man sich das vorstellt, nächtelang im Labor, getrieben von der Idee und jetzt muss es immer weitergehen? Sie vergessen Raum und Zeit? Das gibt's auch. Das habe ich allerdings selber gemacht, bis ich 40 Jahre alt war. Mhm. Danach hatte ich dann mehr Mitarbeiter und meine Aufgabe war es dann doch eher, mich um diese größere Zahl von Mitarbeitern zu kümmern, als selber noch im Labor zu stehen. Gab es dann auch irgendwelche Aufputschmittel, mit denen Sie sich dann wachgehalten haben? Haben Sie literweise Kaffee getrunken oder Cola in sich reingeschüttet? Also eine Kaffeemaschine ist wichtig, aber am Ende, was einen wach hält, ist die,
das Wissen, dass man was Neues macht, dass man die Chance hat, etwas Neues zu entdecken. Das ist dann Naturdoping. Leistungssteigerung im Beruf, passiert nicht immer nur mit natürlichen Mitteln. Immer mehr Menschen greifen tatsächlich zu Medikamenten. Dopingmittel aus der Apotheke versprechen da schnelle Hilfe. Ja, Herr Ketterle, wie stehen Sie zur legalen Leistungssteigerung durch Medikamente, durch Pharmazie? Lieber die Finger davon lassen oder nicht so schlimm? Ich bin jemand, der im ganzen Jahr ein paar Kopfschmerztabletten nimmt und sonst nichts. Also Sie sind sauber. Die Hände davon. Ja. Ich denke nicht, dass das wirkungsvoll hilft. Aber ich meine, in Ihrem Metier ist ja auch jede Menge Stress. Es ist ja nicht so, dass Sie da so ein bisschen fröhlich vor sich hin forschen. Da gibt es ja auch viel Druck. Es geht um Drittmittel, es geht um Forschungsergebnisse, es geht um Nobelpreise. Merken Sie das auch unter Spitzenphysikern, dass da auch nachgeholfen wird? Ist das normal? Wird darüber geredet? Habe ich nie irgendetwas von Kollegen oder Studenten, die mit mir arbeiten, gehört. Also es werden keine Pillen so unterm... Keine Tipps für Pillen, habe ich noch nie gehört. Ja. Das Einzige, was es natürlich gibt, ist, wenn man nachts lange aufbleibt, gibt es eine Tasse Kaffee. Ja, oder als Gegenmittel dann ein Glas Rotwein. Sie entspannen eigentlich klassisch, so wie ich auch. Sie laufen gern und viel. Ja. Wie ist es da? Ich meine, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man da zur Leistungssteigerung auch mal eine Pille wirft. Haben Sie auch nichts mit zu tun? Nee, für mich ist Laufen Ausgleichssport. Ja. Und ich tue Laufen, um mich gesund zu halten und würde jetzt nicht Pillen nehmen, die mich eher krank machen. Haben Sie schon mal Endorphine erlebt? Also diese körpereigenen Opiate, die im Hirn ausgeschüttet werden, wenn man länger läuft? Also das Runner's High, ist Ihnen das schon mal begegnet? Jetzt nicht in der Form, dass ich mich high fühle, aber ja. Laufen, wenn es gut läuft und alles wie geschmiert geht, das schafft schon Glücksgefühle. Aber nicht Glücksgefühle, die künstlich wirken, sondern einfach, man ist zufrieden. Man freut sich an der körperlichen Ausdauer, man freut sich, dass man schwitzt, man freut sich, dass man rennen kann, man freut sich, dass man schnell rennen kann. Es ist eine positive Freude. Wie viele Stunden die Woche wetzen Sie durch Boston? Ich laufe 4-5 Mal die Woche. Also schon unter der Woche für eine Stunde und am Wochenende geht es dann auch mal für 2-3 Stunden. Und Marathon laufen Sie nach wie vor? Ich bin dieses Jahr 3 Marathons gelaufen. Und darf ich nach der Bestzeit fragen? Dieses Jahr ist meine Bestzeit 3 Stunden 20. Wow. Aber wo ich vor guten 20 Jahren bin ich schon mal unter 3 Stunden gelaufen. Damit bewegen Sie sich schon fast in der deutschen Spitzengruppe. Wir kommen zum typisch Deutschspiel. Albert Einstein oder Max Planck? Albert Einstein. Albert Einstein. Forschung oder Familie? Forschung. Fühle ich mich sicherer. Boston oder Heidelberg? Boston. Currywurst oder Big Mac? Keins von beiden. Sie sind ein Salattyp. Salattyp. Okay. Und wo möchten Sie alt werden? USA oder Deutschland? Weiß ich noch nicht. Das lassen wir offen. Das war's schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Professor Wolfgang Ketterle. Wir haben gesprochen über Nullpunkte, Nachtarbeit und den Nobelpreis. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wäre schön, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Vielen Dank und bis dahin.